Thank you.
Als Einstimmung auf das zweite Stiftungskonzert haben Sie ein Alphornquartett gehört, das vom Komponisten Lukas Schmidt eigens für dieses Konzert berufen wurde. Sie haben uns zu Westschilzer zum Besten gegeben und uns mit Ihren Klängen zu diesem Konzert eingeladen. Als zweites hörten Sie vom bekannten Oberwalliser Streichquartett, bestehend aus Frau Immerdorf, Frau Salzmann, Herr Brunner und Herr Seitz, zwei wunderschöne Kompositionen. Die eine, Niesdorf von Arthur Schmidt, die andere, Wie geht die Zeit, von Felix Schmidt. Ich hoffe sehr, dass Ihnen die beiden Arrangements von unserem Freund und Musikdirektor Johannes Dieren aus Fisk gefallen haben. Ich kriege aber auch nochmal einen Applaus. Es folgt die Begrüßung durch den Stiftungspräsidenten, Herr Dr. Beat Schmidt, unserem Aktiv-Ehrenmitglied des Jotterclub Lovers. Werte Konzertführerinnen und Konzertführer, im Namen vom Stiftungsrat Jotterdorf ist der Welt recht herzlich begrüßen zum zweiten Stiftungskonzert hier in Österreich in der Fachwerk. Ich habe eine große Freude, dass wir das Füßchen vom Arbeiten so bekannt finden. Ich begrüße die Erbengemeinschaft von verstorbenen Felix Schmidt. Ich begrüße auch die Erbengemeinschaft von Hartmut Schmidt. Ich begrüße dieses noch lebende Stiftungsmitglied, der Lukas Schmidt, Autorkomponist. Die Stiftung Jotterdorf Österberg ist vor 3 Jahren gegründet worden, wenn sie zum Ziel macht. Das Repertoire von den 3 Komponisten war hier in Österberg geboren und geprägt und zum Teil Schwierigkeiten zu erleben. Wir haben eine grosse Arbeit in der Sinterisch und wollen die auch sinnvoll weiterführen. Nicht vergessen, dass wir auch die Monate in Österberg ebenfalls in der Stiftung einsitzen sind. Ich bedanke mich bei allen, die das Konzert ermöglicht haben. Alle vor allem Jürgen von Morgen, wo alle Stiftung praktisch Getty steht. Zum Amadeus Eigner, ist der Dirigent und ist der Präsidentin der Helen Albert. Ich begrüße Johannes Niederen, ist ein Freund und Arrangeur von den Schiffen von der Redekomponist Arthur von Felix Schmidt. Begrüße den Eli, ist ein Anfänger, der Hochmütter Fahrer, der hier Gastrecht gegeben wird und alle Mitglieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Konzert, die ihr schon hier in Österreich und jetzt loset. Isches Wallis und Walliser I. Vorgängig zu diesen beiden Liedvorträgen wird der älteste Sprössling von Felix Schmidt, Olmar Schmidt, Gymnasiallehrer und Kollegium Spiritus Sanctus in Brieg, uns etwas mehr über Isches Wallis und Walliser I erzählen. Er soll uns auch mit seiner Texterklärung auf die Kompositionen einstimmen. Was zwischen den Jahren
erste Feststellung, dass der Lehrer vom Kolonialhof und dem Lehrer Brand schon praktisch einjährig verhandelt sich. Vor allem keins im Wallesentisch. Also, wenn er uns den Lohn verdummt macht und selber Lehrer geschrieben. Die Texte werden weit mehrheitlich von Apophilov und vor allem von dem Textbuch der Schwabener Hans Dagaler übernommen. Das erste Lied, das man gemacht hat, ist nach der Emma, seiner Frau, Paltis Nachlosig. Waldemar hat er aber den Eus selber Texte gemacht und somit sind er immer in acht Lieder, wo er über den Text auf seiner Hand ist. Auf jeden Fall wird er kurz eingehen. Eins davon heisst als Baby. Im Januar 1981 hat Emma beim Ausräumen von einer Schaft und Trika mit alten Liebesbriefen gefunden und zwischen den Briefen ist, dass die Trochtos und die Presse Männer drin waren. Die hat es aus dem Felix gezeigt und zusammen hat es am liebsten in der Vergangenheit gestochen. Von weg ins Erdl hat der Felix das Blümchen gestreift und so schien Emma gescheitert. Die hat es uns in einer Hülle in die Presse und auf die Zeit getan. Nachdenklich ist der Felix im Gymbüro verschwunden und am anderen Tag ist er dort mit dem folgenden Text in der Führung gekommen. Was meine ich? Ich habe einmal ein Stelle gefunden. Meine Treue, so hättest du gesagt, ihrem Schatz hier hat es gesprungen, als Hexus in das Büchlein gelegen. Wir haben miteinander zu leben, Lichts und Schweres in Anschriftung. Ziehe ins Wetter, ziehe ins Stimmung, selbst die Stimme zu nachholen. Ito sind der Baby Grabe, Kinder weg sind meistens schon, Stilleres bald sind wir bald in. Das wichtigste Thema in jeder eigenen Texte in Stiefvorbild gesehen, ist leider wie kalt und schwitzig. Wie es im Theatertext heißt, kennst du Licht und Schweres im Angriffblock und siehe jetzt Wetter, siehe jetzt Stirnblock, Wärme, allerhand kennst du Leben. Nach 24 Jahren Lehre, schon 17 Jahre Ehe, haben sie unser Werk verlassen und sind in Sack und Pack und sind noch immer frisch. Sicher können sie keine Zeit. In zwei Texten habe ich auch die positive Lebensphilosophie gefunden, weil ich geholfen habe, alle schweren Zeiten zu verschlagen. Zuerst heißt, hab nicht Hunger. Hab doch nicht so viel Hunger. Es kommt doch alles, der Gott zu sehen. Nach dem Üstern und dem Sommer hilft der Sklave, nimm zu still. Schon am Morgen, wenn wir wachen, glaubt der Sklave, ich geht zu früh. Wenn wir zimmern, wenn wir lachen, sicher ist der Rest zu früh. Kannst du diesen Herbst angestalten, dass sie in Freude gehst auf der Welt? Lass der Herrgott doch erwarten, nicht zu weh, kann ich vergeben. Und das Zweite, nimmt, wie es kommt. Als Jahr kennt nicht nur Sonnentag an, es fällt durch Hunger, Regen, Schnee und manchmal tut der Fehler und Lase, wenn es Gott, was geht es Ihnen noch mehr? Und wache Stief mit immer Sorge an jeder Ecke wendet und freit. Sie wird der frohe Stunde morgen, nimmt von dir den schwersten Leid. Drum tue ich nicht lang umherlagen, an sonderlegen Schnee, der kannst du an den meisten Tagen am Witz vom blauen Himmel sehen. Von Anfang an weg hat uns das Thema Heimat und Wallis vor allem interessiert. Und in den ersten Lieder finden wir, der Heimwalzer kommt ins Wallis mit Texten von Adolf Imhoff. Das Thema hat er 1986 selber aufgenommen. Seine Heimatbegriff in einem eigenen Text gestalten. Ein Text und ein Fiege war heute noch fast wie ein junger Landesbinder geworden. Dieses alles. War ich Herrgott,
Welt hat geschafft, der Herr ist alles Sohnes gebracht. Mit höchsten Rechten, Leben und Schnee, mit freien Tälen, klaren Seen. Mit grossen Blüten hat die Menschen Hand und Heimat geschaffen aus der Welt. Mit schwachen Werfen, Heimat, Vieh, fruchtbare Felder, Hüten. In letzter Zeit ist die Welt recht schön kaputt gemacht wegen dem Geld. Wir werden uns mit aller Kraft, dass nicht noch mehr und Schande machen. Wir das, was wir tun, das wäre uns. Mit Wärme.
geschehen, wenn seine Kompositionen verbal interpretiert würden. Das Alpenspiel kennt keine Metrik, es ist frei, wie unsere Werke, ohne Grenzen, voll von Empfindungen und Traditionen. Wir schätzen uns glücklich, dass der Komponist, der dieses Alpenpopuli eigens für dieses zweite Stiftungskonzert arrangiert hat, bei der einen oder anderen Stimme sein Bestes gibt oder gibt.
Unser jünger Sohn Jodarin ist gerade mal 14 Jahre alt und hat die Freude und Begeisterung am Jodeln ihrer Mutter Helen, unserer geschätzten Vereinspräsidentin, in ihrem Mund abgeschaut. Die Naturjodelkomposition auf hohem Grad von Arthur Schmidt wird am heutigen Konzert erstmal, das heißt unaufgeführt. Sie wird am Continuo in Kleinorgel von Johannes Bier begleitet.
Komponisten wird unser Freund Beat dieses sinnige und schöne Lied vortragen. Die Komposition ist eigentlich für gemischten Chor und ein Bariton-Solo geschaffen worden, wird jedoch heute in der neuen Fassung von Johannes Biederen an der Orgel begleitet. Das Wallis und
einsingen, führen euch die beiden Kompositionen von Arthur Schmidt wieder in sein Heimatdorf Außerberg. Niesdorf war der Titel des ersten Tonträgers des Joggerclub Nogger. Und Sonnige Halde ist eines der Joggerlieder, welches wir auf der neuesten CD aufgenommen haben. Ich möchte heute Abend keine Propaganda machen, weil man in der Kirche nur für Christus und seine Gefolgstreue Werbung machen darf. Aber so ein bisschen Werbung in eigener Sache wird ja wohl noch gestattet sein. Die CD, deren Titel ich Ihnen heute Abend noch nicht verraten kann und darf, wird im Februar 2008 erscheinen. Ein Tonträger, auf dem die schönsten Lieder des Joggerclub Nogger zu hören sein. Oh.
Amen.
Sehr verehrte Konzertbesucher, die Stiftung Joggerdorf, Alsterberg und der Joggerclub Logger haben sich echt auf ihren Besuch gefreut. Wir danken Ihnen für Ihr Kommen und freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahre 2009 zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Bleiben Sie uns und unserer Stiftung gewogen. Bleiben wir Freunde der Musik. Mit Nun und Nie, nie entspannt, wie Johannes Diederen, beenden wir dieses Konzert und geben uns gleichzeitig Rendezvous im Foyer der Mehrzweckhalle zu einem Umdruck und zu einem kleinen Imbiss. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Noch dies. Wir haben Ihnen so viele klangvolle Noten in Tönen gewandelt. Beglücken Sie uns auch mit Noten.